Im Augenblick nehmen Sie in der Europäischen Union, nehmen Sie alle energetischen Medien, also Kohle, Gas, Öl, Biomasse, Nuklearstoffe, haben wir mit dem, was wir pro Jahr verbrauchen in der Europäischen Union, eine 55-prozentige Abhängigkeit vom Import. Und auch wenn die Erneuerbaren nach vorne gehen, die Abhängigkeit Import von Drittstaaten nimmt zu. Nimmt in den nächsten nur 20 Jahren von heute 55 auf dann 75% zu. Warum? Weil zum einen unsere eigenen Vorräte Ende gehen. Gas Holland, Gas Großbritannien, in 15 Jahren weitgehend aufgezehrt sein, oder weil Kohle, Stahl und damit Ruhr und Saar ohne Subvention nicht mehr denkbar ist und deswegen nicht rentabel betrieben wird. Aber auch bei uns wird es trotz aller Energieeffizienz der Energiebedarf zumindest gleichbleibend sein. Und in Sachen Strom steigt er an. Weil in der Vergangenheit Öl und Kohle das Maß aller Dinge gewesen sind und in Zukunft eher Gas und eher mehr Strom, die Veredelung, in den Mittelpunkt tritt. Das zweite reines Thema Elektromobilität. In diesen 5 Jahren, aber in 30 Jahren, kommen wir auch mit dem Auto immer seltener in Verbindung mit Benzin oder Diesel oder E10. Dann wird Strom im Mittelpunkt stehen. Und deswegen, wie die Stromlandschaft Europas aussehen soll, ist eine wichtige Frage, die man mit europäischen Schritten beantworten muss. Da spielen die erneuerbaren Energien zu Recht eine wachsende Rolle. Und das EEG war ein gutes Gesetz, ist ein gutes Gesetz, denn dadurch kam die Einführung in Gang. Wir haben in Europa eine klare Richtlinie, die besagt, dass 2020 20% im Energiemix erneuerbar sein muss. Da man auch im Transportbereich, steht vor Flugzeuge, Schiffe, Busse, über Land, LKWs, nie 20% erreichen wird und schon E10 gleich 10% strittig ist, vertiefe es nicht, muss der Strombereich 33% erneuerbar sein in 9 Jahren. Jede dritte Kilowattstunde in 9 Jahren aus erneuerbarer Energie. Und den Weg gehen wir jetzt. Unabhängig von dem Thema Kernkraft. Hin zu 33%. Wir sind auf Strom angewiesen. Rund um die Uhr. Wir kennen Stromausfall. Es sei denn, man bezahlt die Rechnung beharrlich nicht. Wir kennen Stromausfall. Übrigens, das ist für unsere Energie und ein bestes Argument. Bei uns ist Strom immer da. Es schreibt die Kerle da, egal wie sie heißen, RWE, EnBW, der Strom sei yellow, green oder blau. Also, Strom hat keine Farbe, keine Form, keinen Geschmack, keinen Duft. Kommt oder kommt nicht, bei uns kommt er. Deswegen müssen wir Versorgungssicherheit in den Mittelpunkt drücken. Und wenn wir anstreben, wie gesagt, 33% in 9 Jahren, 40% im nächsten Jahrzehnt, dann müssen wir schauen, wie die 40% erneuerbar für Grundlast fähig sind. Überlegen Sie mal einen Sonntag, Ostern, spät im April, in diesem Jahr, vielleicht schon kräftige Sonne und im Norden viel Wind. Und die Industrie arbeitet nicht. Da haben wir viel Strom im Netz. Und Strom ist nicht speicherbar. Strom ist gegenwärtig. Sie können Öl in Tanks speichern, Gas einlagern, Sie können Kohle in den Keller legen, Sie können Trollingerfässer einlagern, alles geht. Strom ist gegenwärtig. Und es ist jetzt Platz. Deswegen haben wir bei den letzten Jahren zunehmend Stunden und Tage mit negativen Strompreis gehabt. Das heißt, da kam viel Strom rein. Nach dem EEG hat man eine Einspeisegarantie. Es muss ins Netz, die müssen es abnehmen. Aber kein Bedarf besteht. Und dann mussten die verkaufen ins Ausland, nach Holland, nach Belgien. Und haben dann noch draufgezahlt. Selbst wenn der Milchbauer seine Milch nicht los wird und sie verschenken muss und dann noch ein Trolley mitgeben muss, dass der der Milch abnehmen soll, die nicht annimmt. Nicht gerade sinnvolle Marktwirtschaft. Und umgekehrt gar nicht denkbar. Nehmen Sie mal am 15. Dezember ein klirrend kalter Winter wie in diesem Jahr, am Anfang, danach kam nichts mehr nach.
Nehmen Sie an, der Wind bläst nicht, die Sonne scheint nicht, aber der Strommittag ist vor. Für die S-Bahn, für Heizung, für Arbeitsplätze, für Weihnachtskusser im Backofen. Da reicht dann der erneuerbare Strom nicht aus. Das heißt, die Frage, wie man erneuerbare steigern, Grundlast sichern, Versorgungssicherheit wahren kann und die Kosten in den Punkt haben, ist der eigentliche Punkt. Und das hat damit zu tun, noch lange Zeit neben erneuerbaren grundlastfähigen Stromgewinnung braucht. Egal ob Kohle, Gas, Kernkraft. Grundlastfähig, muss ich sagen. Zweitens müssen wir Strom speicherbar machen. Die einzige Speichermöglichkeit heute ist ein Pumpspeicherwerk. Also mit dem Strom, der über flüssig ist im Augenblick, Wasser hoch, Wasser speichern. Und wenn Strom gebraucht wird, Wasser runter. Deswegen ist Baden-Württemberg seit Jahr und Tag für die alte IVS im Verbund mit Vorarlberg und Tirol. Uns gehören Anteile an den Pumpspeicherwerken in den Alpen. Dort kommt der Strom zu uns zurück. Und dasselbe streben wir mit Norwegen an. Ich war in der Schweiz darüber, dass die Schweiz Energiegemeinschaftsmitglied wird. Und der Regierungschef Georgiens war bei mir und wir sind in Georgien, 5000 Meter Höhe, Hochtäler, kein Tourismus, kein FFH, kein Naturschutz. Nur braucht man Leitungen von dort nach Bulgarien, ins europäische Netz. Und im Südschwarzwald wird derzeit ein neues Pumpspeicherwerk geplant. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Das heißt, wer aus Kernkraft aussteigen will, muss in Infrastruktur einsteigen. Aussteigen allein ist für eine Industriegesellschaft mit hohem Wohlstand, was das Thema Energie anlangt, der zu kurze Sprung. Dann muss man wissen, auch wenn wir den Anteil an Kernkraft verringern, egal wie schnell, wie stark, zurzeit haben wir ja einen Mitbewerber, der am schnellsten Geld ausstehen ist. Auto zugenommen. Seit 8 Tagen. Vor allem eine Form von Flexibilität. Jedenfalls muss man trotzdem wissen, dass Kernkraft im deutschen Stromnetz bleibt. So wie es im Supermarkt Schinken aus Spanien und Gebrauchtwagen aus Italien gibt. Binnenmarkt. Deswegen, unser Ziel muss nicht nur sein, dass man aussteigen kann bei uns, sondern wie man Sicherheitsstandards in ganz Europa entwickeln kann, weil Sicherheit unteilbar ist. Deswegen kommt auf die Debatten in Brüssel zu. Wir haben am Dienstag eine High-Level-Konferenz zum Thema Energie gehabt. Waren alle da. Alle Energieminister, alle Atomaufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten, alle Eigentümer von Kernkraftwerken, alle, die Kernkraftwerke bauen, wie Areva, Siemens, GE. Und ich bin dankbar, dass eine Sicherheitsprüfung in Kenntnis der neuen Erfahrungen aus Japan für alle 143 Kernkraftwerke Europas jetzt in diesem Jahr durch die Kommission gemacht werden soll. Auch in Frankreich, nicht nur bei uns, in ganz Europa. Und dann daraus gemeinsam zur Nachrüstung oder auch aus grüner Sicht oder auch zur Abschaltung. Auf dem gleichen Level die Konsequenzen zu ziehen sind. Deswegen rate ich uns, dass man neben dem, wie man in Deutschland vorangeht, was ich respektiere, sich jetzt einbringt nach Europa. Weil Deutschland ist keine Insel. Und ein Wagenburg hilft nicht. Sondern es geht nur, wenn man über Sicherheit und Standards und den Energiemarkt europäisch gemeinsam nachdenkt, handelt und erfolgreich vorankommt.